Ja, bonsoir, des drei Eich. Das werden meine letzten Worte Französisch sein, denn so viel kann ich nicht. Aber es wird trotzdem ein französischer Abend, denn ich habe zwei besondere Gäste heute Abend hier. Den einen, den kennt ihr schon, Constant Jacquin. War das richtig ausgesprochen? Constant Jacquin? Constant Jacquin. Oh, gar nicht so schlecht. Und Isabelle. Isabelle wird heute Abend als Dolmetscherin fungieren, ist aber eigentlich hier oben eingesetzt bei den Spielen und hilft mit hier im VIP-Bereich. Ist das richtig? Ja, das ist richtig schon. Wunderbar. Und du sprichst Französisch, bist also Muttersprachlerin, nehme ich an? Oui, je viens d'Alsacien. Das hört sich gut an. Elsass habe ich verstanden. Ja, wunderbar. Starten wir natürlich jetzt ins Interview. Constant, die ersten Wochen, Monate hier beim SC Hessen Dreieich, wie gefällt es dir hier? Also ich denke, es gefällt mir. Ich bin zufrieden hier und es ist cool. Ich wohne in Frankfurt und deswegen ist es auch für mich sehr interessant. Ich habe schon gemerkt, deine Mitspieler nennen dich Jappy. Wie versteht ihr euch schon so im Team? Wie ist so das Feeling, die Teamchemie? Normalement Jappy ist ein Teamnamen, que Jappy hat er schon lange als Spitzname und es ist ein Name, was ihn sehr glücklich macht, weil er das schon als Kind hatte. Was ist Constant Jacquin privat für ein Typ? Wie bist du privat drauf? Bist du eher ruhig? Bist du eher auch mal viel unterwegs oder eher lieber zu Hause? Non, la plupart du temps, je suis à la maison. Ich passe la plupart du temps à la maison. Privat verbringe ich sehr gerne Zeit mit meiner Familie und mit meinen Kindern und auch gerne Zeit mit behinderten Menschen, die man nicht so annimmt. Und das ist für ihn sehr wichtig, diese Leute etwas zu geben. Letzte Frage habe ich noch. Wir hatten ja eben schon mal über Musik gesprochen. Stell dir vor, du bist einen Tag Kabinen-DJ, also du darfst die Musik bestimmen in der Kabine. Welche Musik oder welcher Titel, welches Lied würde da laufen? Econ, I Wanna Be Free. Econ, I Wanna Be Free, habe ich richtig verstanden. Okay, was ist das für eine Art Musik? Wie kann ich mir das vorstellen? Ich kenne das jetzt nicht, aber was ist das für eine Art Musik? Moi, j'écoute la musique qui fait penser. From Senegal West Africa to St. Louis, Missouri, thanks to Catherine Dunham for giving my pops his glory. J'aime la musique calme avec des textes qui. Das war sehr gut. Er spricht fast besser Deutsch als ich. Also, ich liebe Musik, die ruhiger ist, mit schönen Texten, die mich bewegen. Ich höre aber auch gern, wenn 80 bis 100 Leute im Raum sind und man kann sich bewegen, Musik, die ein bisschen mehr ist, mehr in weniger ruhig ist. Ansonsten stehe ich gern auf R&B und warum noch eine? Und Pop. Okay. Ja, ich finde, das war ein sehr interessantes Gespräch. Wir haben viel erfahren über einen wirklich sympathischen Menschen. Vielen Dank, Constant. Vielen Dank, Isabelle, für die tollen Übersetzungen. Ich glaube, das hat sie gut gemacht, oder? Ja, ja. Thank you.